Der Slogan des österreichischen Ratsvorsitzes lautet: ein Europa, das schützt. Es sieht zumindest derzeit so aus, als wäre das ein Europa, das seine Bürger vor den Migranten schützt und nicht etwa auch Migranten vor Misshandlungen schützt. Die Profil-Cover-Geschichte dieser Woche hat mein Kollege Christoph Zotter recherchiert und geschrieben. Sie lautet: so schützen wir unsere Grenzen. Wir, das ist Europa, und wir schützen unsere Grenzen vor allem vor Migranten. Es geht um die Außengrenzen. Nach dem Flüchtlingsjahr 2015 hat Europa, viele Staaten in Europa beschlossen, wir wollen die Außengrenzen schützen. Das ist der politische Wille. Das ist auch geschehen. Die Zahl der Migranten, die nach Europa kommen, ist drastisch gesunken. Die Frage, die in dieser Geschichte behandelt wird, ist: wie wirkt sich das aus? Was passiert an den Außengrenzen? Einer der Ausgangspunkte dieser Geschichte war ein Foto eines anonymen Migranten, den man hier auch nicht erkennen kann. Man sieht hier seinen Rücken und man sieht die schweren Misshandlungen. Diesen Migranten hat mein Kollege Christoph Zotter gefunden in Bosnien, an der bosnisch-kroatischen Grenze. Er gibt an, versucht zu haben, nach Kroatien zu kommen, was er auch geschafft hat, sogar weiter nach Slowenien. Und dann wurde er wieder zurück überstellt und in Kroatien, wie er sagt, von Beamten misshandelt. Das ist ein Fall. Man kann nicht hundertprozentig klären, ob die Geschichte genauso stattgefunden hat, wie dieser Mann es sagt. Das ist ein Algerier. Es gibt aber Dutzende, hunderte Fälle von mutmaßlichen Misshandlungen, die an europäischen Außengrenzen passieren. Und die große Frage ist, die in dieser Covergeschichte gestellt wird: kann sich die EU das leisten? Wollen wir einen Staatenbund, der den Friedensnobelpreis bekommen hat, der stolz ist auf seine Menschenrechte, wollen wir das einfach so belassen? Oder soll es nicht wenigstens eine Untersuchung geben, unabhängige Untersuchungen darüber, was an diesen Außengrenzen geschieht? Oder reicht es einfach zu sagen, die Nationalstaaten sind verantwortlich, die Flüchtlinge haben nicht geklagt vor Strafgerichten und damit ist die Sache für uns erledigt? Und die Frage wird in dieser Profilgeschichte gestellt, ob das tatsächlich der politische Wille sein kann, das so beizubehalten.